Hallo, herzlich willkommen zurück bei Everybody's Gone to the Rapture. In der letzten Folge habe ich mich ziemlich verlaufen. Ich bin nochmal dahin zurückgegangen, wo es eigentlich von der Story her weiterging und habe hier in der Ecke auch das Licht wieder entdeckt. Gott sei Dank. Ich habe aber trotzdem noch ein paar alte Geschichten angehört gehabt, die wir auch noch nicht gesehen hatten. Aber ich meine, es müsste jetzt, muss jetzt auf jeden Fall hier weitergehen. Mit deinem Gesicht. Ah, das ist nichts. Holst du Futter? Sieht aus, als wäre nichts geliefert worden. Die Telefone spielen verrückt. Ich kann keine Übertragungslogik ausmachen. Was? Was machst du mit dieser Farbe? Das heißt, das KFK reagiert tatsächlich mal schnell genug. Hör mal, Frank, hast du im Radio etwas von einem Grippeausbruch gehört? Mir kommt's nicht wie die Grippe vor. Die sperren den Zugang zum Tal, um es zu isolieren. Nein, irgendwas ist mit den Telefonen. Aber ich habe noch nicht raus, was. Wovon redest du da? Hey, ich rede noch mit dir. Wo willst du hin? Tankstelle. Ja, ich komme gleich. Ich gehe noch zur Tanke. Das Telefon klingelt. Hallo. Hallo. Ist da jemand? Hört mich irgendjemand? Clive. Clive. Hier ist Stephen Appleton. Bist du da? Kannst du mich hören? Over. Oh, komm schon, Clive, wo bist du? Verdammt! Kate. Kate, hier ist Stephen. Bitte komm, Turm 6. Kate, bist du da? Kate? Irgendjemand? Hallo? Kann mich jemand hören? Hier ist Dr. Stephen Appleton. Ich bin in der Quarantänezone. Kann mich jemand hören? Over. Das hat sich aber sehr eindringlich angehört. Ich habe was gelesen von 30 Minuten nach dem Ende der Menschheit spielt das Spiel. Also kein Happy End. Kein Happy End. Dies ist Catherine Collins mit einer Nachricht für die Nachwelt. Es ist vorbei. Ich weiß nicht, wie lange mir bleibt. Was auch immer ihr getan hat, was die Flugzeuge an Bord hatten, es verbrennt meine Lungen. Vermutlich eine Art Nervengift. Ich vermute, dass nur mein Kontakt mit dem Muster mich so lange leben ließ. Ich mache mich auf den Weg zu Turm 6. Ich werde die Signale des optischen Systems vereinen. Ich hoffe einfach, dass ich es schaffe. Steven hat irgendwie es geschafft, hier den Luftangriff zu starten. Ist der Tunnel gesperrt? Es fahren keine Züge. Ich habe ein Schild aufgestellt. Der Tunnel, Howard. Ist er gesperrt? Ich glaube ja. Mir gefällt das nicht. So geht das doch nicht. Lass das Gejammer. Das hilft keinem. Weißt du, dass du blutest? Das sind diese Kopfschmerzen. Die bringen mich noch um. So hat meine Nase nicht mehr geblutet, seit ich ein Kind war. Aber du warst nicht im Dorf.
Nein, ich war die letzten Tage hier oder zu Hause. Habe nur mit Clive beim KFK telefoniert. Oder vielmehr ist versucht. Aber bei diesem Leitungschaos. Aber du hattest keinen direkten Kontakt zu anderen Menschen. Nein, mit keinem. Wovon redest du? Was ist los? Das ist das Muster. Es hat sich wieder angepasst. Es braucht keinen direkten Kontakt für eine Übertragung. Es nutzt das Telefon. Was meinst du mit direktem Kontakt, Steven? Ach, jetzt sind wir am Bahnhof. Stimmt doch gar nicht. Doch, das tun sie. Du übertreibst einfach. Steven? Sie starren mich an. Gestern im Dorf ist diese alte Frau auf der Straße stehen geblieben und hat mich angestarrt, als hätte ich zwei Köpfe. Sei nicht so melodramatisch. Ich fühle mich wie in einem Zoo. Oh, dieser Ort ist sowas von spießig. Keine Ahnung, wie du hier aufwachsen konntest. Tja, damals war ich anders. Und die sind nicht so übel. Na, du hast leicht reden. Gib dem Ganzen hier eine Chance, Kate. So war's abgemacht. Ein Jahr hier... Und wir haben eine echte Chance aufs La Silla Observatorium. Steven! Oh nein, da ist Lanthan. Steven Appleton! Dachte ich doch, dass du das bist. Was hört man da über eine Yankee-Braut? Oh, hallo? Zwei Köpfe, Steven. Hi, ich bin Kate. Wird auch alles so ein bisschen durcheinander erzählt, ne? Hören wirst. Vielleicht bist du doch bei Kate geblieben. Ich kann es dir nicht verdenken. Aber ich kann auch nicht auf dich warten. Ich muss jetzt an das Baby denken. Und naja, ich hätte schon vor langer Zeit weggehen sollen. Jetzt habe ich keine Ausreden mehr, nicht zu gehen. Aber ich liebe dich, Steven. Und ich hoffe, du findest deinen Frieden. So oder so. Flugzeuge. Dramatisch. Wo ist das blöde Licht? Ist das
nicht gerade hier eben in der Ecke gewesen? Ja, Leute, das muss man erstmal sacken lassen, was hier alles so geschehen ist. Wo ist das Licht schon wieder? Wo bin ich überhaupt hier? Ach, da oben bin ich. Wo muss ich denn jetzt entlang? Ach, hier sind wir wieder in Yorton. Ich gehe aber jetzt wieder nach da oben. Nicht, dass ich mich wieder verlaufe. Angeblich kann man in diesem Spiel rennen. Tue ich das jetzt gerade? Ja, jetzt ist das so ein bisschen, ne? Ja, so minimal. So, ich habe doch das Licht gesehen. Als ich hier drin war. Muss ich hier durch? Vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich stecke ein bisschen in der Sackgasse schon wieder. Als hier eben dieses Spektakel war, war hier das Licht. Aber jetzt weiß ich nicht, wo ich hin soll. Da hinten. Ich hab's gesehen. Schnell dahin. Ich hab das Licht gesehen. Ich habe das Licht gesehen. Ich komme. Da bist du ja. Aber was machst du da hinten schon wieder? Habe ich da wieder irgendwas übersehen? Irgendeine alte Geschichte, die ich jetzt wieder erzählt bekomme?
Sie sind ein verrücktes Huhn, den ganzen Weg herzukommen. Sie wissen doch, Charlie hätte es vorbeigebracht. Was? Damit er mir mit seinem stinkenden Riesenlaster meine Vögel vergiftet? Er sollte damit nicht über diese Wege fahren. Das Ding ist eine Gefahr. Ich glaube, er hatte gehofft, mit Ihnen über Frank reden zu können. Da gibt's nichts zu reden. Hören Sie, Wendy, alle anderen schüchtern Sie vielleicht ein, aber bei mir klappt das nicht. Sie sind 68. Werden Sie erwachsen, reden Sie mit Frank. Wie können Sie so mit mir reden? Geben Sie mir sofort das Futterhäuschen. Versprechen Sie mir, zu Ihrem Bruder zu gehen. Megan Holloway, Sie... Nichts da, versprechen Sie es. Es ist zu Ihrem eigenen Besten, das wissen Sie. Sie sind eine schamlos manipulative und schwierige Frau. Kein Wunder, dass Charlie Sie dermaßen anhimmelt. Kein Wunder, dass ich was? Kein Wunder, dass du nichts zu Ende bringst. Ich hatte doch gesagt, du sollst die Lageraufträge prüfen. Wendy, ein Futterhäuschen für Sie. Ich sage Frank, er soll vorbeischauen. Charlie, steh nicht nutzlos rum und setz den Kessel auf. Mach dich mal nützlich. So, hinterher. Du entkommst mir nicht. Du darfst nicht in meine Nähe! Malst deine blöden kleinen Bildchen und klaust Essen. Du warst schon immer ein Arschloch. Jede Sekunde, die du bei mir bist, macht das schlimmer. Ich bin Primärüberträger. Du bist eine echte Schande. Komm her! Nicht anfassen, geh weg! Was ist hier los? Du kommst her und schlummerst dich hier auf. Hältst dich für was so viel Besseres Sam, als wir andere. Bitte kein Körperkontakt! Du, ein dämliches Ami-Vibes-Bild. Sam, auf! Sie ist besser als ihr alle zusammen! Appleton, du hast jemanden umgebracht. Pfeife. Ich komme. Was sind das für Lichter? Seht ihr das? Was geht da vor sich? Wir müssen da hin. Wo geht's lang, Licht? Was ist das denn? Okay, wo sind wir jetzt gelandet?
Da bin ich aber mal gespannt. Ja, dann gehen wir mal da runter, ne? Plötzlich ganz viele Lichtstrahlen, die hin. Ein Bunker. Ein Bunker, in dem jemand überlebt haben könnte vielleicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass irgendwer überlebt hat. Alle sind tot. Ja, mache ich mir erstmal die Tür vor der Nase zu. Als ich klein war, fand mein Dad einen Fuchs. Er war angefahren worden und konnte nicht mehr laufen. Meine Mutter ist natürlich ausgeflippt. Und er musste ihn in den Schuppen tun. Da war er schon dabei, uns zu entgleiten. Er verbrachte Stunden bei diesem Fuchs. Er erzählte ihm von Italien und den Dörfern, die sie zerbombt hatten. Ich war eifersüchtig, glaube ich. Dass der Fuchs mehr von meinem Dad hatte als ich. So habe ich mich eines Tages mit einem Sandwich zu ihm geschlichen. Ich war erst 8. Er hat mich gebissen. Ich erinnere mich an die Wut, den Schreck, den Schmerz. Ich lief schreiend durch den Garten ins Haus und meine Mutter bekam Panik. Ich hätte Tollwut. Mein Dad schlug ihn mit einer Schaufel tot. Später fand ich ihn weinend. Er wusste es nicht, Sohn, sagte er. Er wusste nicht, dass er dir wehtut. Er ist nur ein armes, dummes, sterbendes Tier. Es weiß nicht, dass es uns wehtut. Oh Gott, hilf uns. Es hat das Tal verlassen. Jetzt ist es überall. 3 Stunden ist es her, dass die Flieger hier waren. Ich habe niemanden über Kurzwelle erreichen können. Langsam glaube ich, dass ich mich ganz furchtbar geirrt habe. Meine Güte. Du verstehst mich, nicht wahr? Niemand ist übrig. Nur ich. Du weißt, was das ist. Was ich tun werde. Du willst Licht. Gut. Ich gebe dir Licht. Aber nach mir ist keiner mehr da. Du wirst wieder allein sein. Für immer. So wie vorher. Du hast mir alle genommen, die ich geliebt habe. Du hast mich Dinge tun lassen, von denen ich nie dachte, dass ich dazu fähig bin. Aber wenn du glaubst, ich komme mit dir. Kate? Warte. Halt. Kate. Thank you.
abgefahrenes Spiel. Hier spricht Catherine Collins. Ich weiß nicht, ob dies jemals jemand hört. Es ist alles vorbei. Nur ich bin noch übrig. Kate. Und hier geht es in der nächsten Folge mit Kate weiter. Beim Observatorium. Ich bin sehr gespannt. Macht's gut. Tschüss.